Moin moin zusammen, es geht weiter mit unserem Schleckgate. Ihr habt es eventuell in den letzten Tagen mitbekommen. Mark Robin hat ja in einer Fragerunde ausgepackt, dass angeblich in seiner Staffel noch eine weitere Person fremdgegangen sein soll. Mark Robin hat nicht gesagt, wer, aber das hat dann Kim Virginia ausgepackt und es soll sich um Credo gehandelt haben. Falls ihr die Vorgeschichte, also die letzten Videos dazu verpasst habt, packe ich euch die in die Infobox, würde euch empfehlen, die vielleicht vorher anzugucken, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid, weil ich da einsteigen werde, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Bevor wir beginnen, sage ich euch schon mal vorab, wir werden uns in diesem Video anschauen, was Credo, Kim Virginia, Ellie, also die Ex-Freundin und Steffi, die Verführerin, dazu zu sagen haben. Alle Stories, die ich euch jetzt zeigen werde, habe ich gestern Morgen bereits abgefilmt oder abfotografiert. Jetzt haben wir Donnerstagmorgen. Ich habe dann gestern den ganzen Tag noch abgewartet, ob da noch irgendwas anderes kommt, weil ich zu dem Thema jetzt auch nicht 10 Videos machen möchte. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt ist da nichts mehr gekommen. Keine Ahnung, ob die Leute noch weiter darüber reden werden oder ob sie sich dann irgendwann denken, nee, jetzt doch keinen Bock mehr oder lassen wir das nochmal lieber. Deswegen kommt jetzt ein weiteres Update-Video und falls da noch irgendwas kommt von Credo oder Steffi oder wem auch immer, dann werde ich euch natürlich wieder updaten. Wir beginnen mit Credo, dem mutmaßlichen Fremdgänger. Und wir haben bei Credo ja richtig krasse Verhaltensweisen gesehen, finde ich zumindest in der Show, die Ellie auch ziemlich krass fand, aber was sie zu diesem Schleckgate zu sagen hat, das werden wir uns gleich anschauen. Erstmal kurz das Update von Credo, er sagt dazu, bevor ich hier irgendwas aufkläre, kläre ich das mit Mark Robin und möchte gern Kim von irgendwas. Die Person, bei der ich angeblich die Mumu geleckt habe, wird sich auch noch dazu äußern. Und bei dieser Person handelt es sich um Steffi, eventuell erinnert ihr euch. Bumst eure Ehre, aber nicht meine, ganz ehrlich. Vor allem nach 2 Jahren. Ja, nach 2 Jahren oder 2,5 Jahren sogar ist natürlich ja, viel Zeit vergangen. Eigentlich ist schon Gras drüber gewachsen über diese Staffel. Aber ich glaube, die Intention von Kim, das hat sie ja auch selber gesagt, war, dass Credo anscheinend in den letzten Wochen ständig gegen sie geschossen hat, in irgendwelchen Kommentarspalten und so. Das hat sie uns beim letzten Mal ja schon erzählt. Und wahrscheinlich dachte sie sich dann, ja gut, wenn du jetzt gegen mich schießt, dann kann ich ja auch nochmal gegen dich schießen. Ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Als nächstes wollen wir uns anschauen, was Ellie, also Credos Ex-Freundin, dazu zu sagen hat. Klar, sie war nicht dabei, sie kann jetzt nur das wiedergeben, was hier eben erzählt wurde. Ich weiß auch nicht, ob sie versucht, sich das vielleicht ein bisschen schön zu reden oder ob Leute versucht haben, ihr das ein bisschen schön zu reden. Aber es hört sich auf jeden Fall deutlich anders an, als das, was Mark Robin und Kim erzählt haben. Aber komm, man sieht es gar nicht mehr. Meine Haare waren jetzt gerade klatsche, nass. Wurde das Reel zugeschickt von Virginia und auch die Story von Mark Robin. Bezüglich Temptation Island, das ist lange, lange her und ein bisschen triggert mich das Ganze, weil tatsächlich damals ist die Produktion zu mir meinte, es gibt etwas, was sie nicht zeigen dürfen, weil es zu krass ist. Wenn irgendwas over the top ist, kann das eben auch manchmal nicht gezeigt werden. Und mir wurde aber nicht gesagt, um was es geht, sondern es hieß halt Frutti di Mare, also Meeresfrüchte. Allerdings, also es waren Leute aus der Produktion, die mir das erzählt hatten, hatte ich danach eben auch mit Steffi gesprochen. Und Steffi meinte zu mir, dass es wirklich nicht so war, dass er sie echt geleckt hat, sondern dass sie halt breitbeinig auf dem Tisch stand und halt irgendwie den Champagner oder den Sekt, was es war, runterlaufen lassen hatte an ihr Bein und er das halt am Bein von hinten abgeleckt hat. Also von, er saß schon vorher, aber er hat es halt abgeleckt, aber nicht an ihrem Mumu, sondern eben halt so ein Stück am Bein unten. Nur von hinten in der Kamera sah es halt aus, als ob er sie leckt. Nun weiß ich natürlich nicht, was da dran ist. Es ist scheiße nach wie vor. Damals wurde mir, wie gesagt, erst wurde ich ja so ein bisschen spitz gemacht mit dem Thema, weil man weiß ja nicht, was da noch kommt. Ne? Es ging ja um das finale Lagerfeuer damals. Ich habe das kurz vorher halt erfahren, dass irgendwie noch irgendwas Krasses passiert. Und dann habe ich halt das so ein bisschen rausgekitzelt von jemandem aus der Produktion. Und wie gesagt, aber
ich bin immer noch der Meinung, wenn es wirklich so, wirklich in dem Sinne passiert wäre, hätte es mir jemand zumindest gesagt danach nochmal. Und das war eben nicht der Fall. Deswegen denke ich, die wollten mich noch ein bisschen triggern von der Produktion, was ja in so einem Format normal ist, weil du ja möglichst viel Emotionen aus den Leuten herauskitzeln willst. Ich muss, glaube ich, jetzt einfach mit dieser Ungewissheit leben. Ein Glück sind wir auch nicht mehr zusammen. Aber ja, es ist schon so ein bisschen scheiße, ne? Ja, welche Version jetzt stimmt, wissen wir ja leider nicht. Und es wurde uns ja auch leider nicht mit Sticker oder verschwommen oder sowas gezeigt. Laut Kim lag ja diese Verführerin, also Steffi, so auf der Theke und Credo hat dann einmal durchgeschleckt oder einmal kurz dran vorbeigeschleckt. Laut Ellie soll sie gestanden haben. Da frage ich mich auch, warum überhaupt so? Wie kam das überhaupt dazu, dass sie sich ausgezogen hat? Und wenn man hier an der Seite, noch nicht mal an der Innenseite, sondern an der Außenseite Alkohol drüber laufen lässt, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, wie das falsch aussehen soll. Wenn er wirklich an der Seite vom Bein geleckt hätte, dann kann man es irgendwie, egal aus welchem Winkel, jetzt nicht so aussehen lassen, als wäre das die Mumu gewesen. Finde ich ein bisschen fragwürdig. Na, was haltet ihr davon? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ehrlich gesagt finde ich aber auch, wenn die Produktion mal nett gewesen wäre, dann hätte sie zumindest Ellie diese Szene wenigstens zeigen können. Man muss es ja nicht ausstrahlen, wobei ich da auch, wie gesagt, nicht verstehe, warum das nicht gezeigt wird. Man kann es ja auch einfach verschwommen zeigen oder wenigstens die Leute darüber erzählen lassen, ne? Die Zeugen, was dazu sagen. Aber dass man es noch nicht mal Ellie gezeigt hat, da hätte man wenigstens so nett sein können, dass sie wenigstens weiß, was da konkret vorgefallen ist. Aber vielleicht war das auch mal wieder der Plan der Produktion, Bilder in Ellies Kopf zu kreieren, wo sie nicht genau weiß, okay, was ist da jetzt ganz genau vorgefallen? Als nächstes schauen wir uns die Story von Kim Virginia an und das wird ein bisschen länger, denn Kim Virginia wird auch noch erzählen, was sie generell so von Steffi gehalten hat. Die beiden sind sich anscheinend nicht grün, also Kim Virginia ist anscheinend weder Fan von Credo noch von Steffi und ja, da wundert es mich jetzt nicht, dass sie diese Story ausgepackt hat, nachdem Mark Robin sie ja angeteasert hat ohne Namen. Da kennen wir jetzt wenigstens die Hintergründe, was die Motivation von Kim Virginia war, diese Geschichte über Credo und Steffi auszupacken. Aber da sie beide ja anscheinend nicht so gerne mag, ich weiß nicht, ob das die Glaubwürdigkeit so ein bisschen ankratzt. Das heißt natürlich nicht, dass Kim Virginia Lügen erzählt, aber wir kennen das ganz, ganz oft, liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Es geht um das Frutti-Di-Mare-Gate, so können wir das mittlerweile nennen, ihr wisst auch gleich warum. Dazu hat sich jetzt Ellie gemeldet, das ist Credos, ich glaube mittlerweile Ex-Freund, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube die sind nicht mehr zusammen. Und Sam und Markus da, da sind wir auch happy drüber. Also, die hat sich jetzt gemeldet und hat gesagt, die Produktion hat ihr damals auch gesagt, dass da bei Credo was passiert ist und die haben das ganze Frutti-Di-Mare-Gate genannt und dass es halt so krass war, dass man es nicht zeigen konnte. Wie ich ja schon gesagt habe, optisch sehr aussagekräftig. Das war schon, weiß ich nicht, wie man das verpixeln soll, weil das war wirklich sehr offen alles. Und man hat, wie gesagt, alles gesehen von der Maus, ne? Und ja, Credo hat dazu dann auch noch einen Kommentar abgelassen zu der Ponanski und so. Also es war alles schon eine nasty Geschichte. Wir standen auch alle drumherum, weil Calvin war auch da. Wir haben da gerade alle getrunken. Wir waren alle so, now that was random. Das ist krass. Also wir waren alle... Und jetzt kommt der Clou. Die Verführerin hat ihr angeblich damals gesagt, dass sie da stand und den Alkohol nur so runtergeschüttet hat und Credo hätte das Bein abgeleckt. Also an der Stelle weiß ich nicht, ob sie die Wahrheit kennt und einfach nur versucht, Credo immer noch zu verteidigen, obwohl die mittlerweile ja, wie gesagt, glaube ich, Ex-Freunde sind. Weil die haben damals wirklich wie so eine Sekte ihre Jungens da beschützt. Also die waren ja ausnahmslos alle noch zusammen. Auch Michelle und Mark Robin waren ja noch eine Zeit lang zusammen. Heißt, die haben wirklich, also die hätten sich lieber hingestellt und hätten gesagt, Harry Potter hat jetzt hier einmal Avada Kedavra gemacht und deswegen ist der fremdgegangen. Also auf jeden Fall ist nicht mein Mann schuld. Da sind Sachen passiert, also I don't know. Aber warum sie ihn jetzt noch verteidigt, weiß ich nicht. Weil das macht ja auch alles gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Und viele haben jetzt auch geschrieben, ja, wie kann man einen Fremdgänger dann da so frei rumlaufen lassen und der Maus nichts erzählen, wie so ein Schwerverbrecher. Aber die wusste das ja. Wie gesagt, sie wusste ja Frutti di Mare und dass das Ganze so krass war, dass man es jetzt nicht im deutschen Fernsehen ausstrahlen könnte. Das
muss man auch erstmal schaffen, ne? Das war halt schon over the top. So, da kann man ja ein bisschen die Denknuss einschalten und weiß, das war jetzt wahrscheinlich nicht das Bein. Das war jetzt nicht Rotti die Bein, Schatz. Also wie gesagt, wir wussten das alle. Die hat das auch zugetragen bekommen, verstehe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich weiß manchmal, wenn man in Love ist, will man halt seinen Freund vor allem verteidigen, ne? Gibt's ja manchmal solche Mädels. Weiß ich nicht, da hörst du dir alle Grimms Märchen an. So, ach so, mein Freund war mit 5 Mädels im Hotelzimmer. Ja, die haben bestimmt nur Lunchbrote ausgetauscht. Ja, ja, nee, nee, der ist treu. Also wie gesagt, ich hoffe, dass sie das weiß und ihn einfach nur verteidigen will. Weil es wäre ein bisschen krass, wenn sie echt so verstrahlt war und diese ganz gute Erklärung eigentlich nicht verstanden hat und dann weiterhin mit ihm so lange zusammen war. Aber irgendwie, wie gesagt, also wird mir jemand sagen, mein Freund hat so viel Kacke gebaut, dass man es schon nicht mal mehr zeigen kann, dann würde ich mir schon eher denken, es war wahrscheinlich jetzt, der hat wahrscheinlich nicht an einem Bein rumgeschleckt, der hat wahrscheinlich nicht an irgendwelchen Stoppeln rumgelutscht. Also, wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dass sie es weiß und jetzt einfach nur ihn verteidigen will. I really hope so. Und wir haben noch ganz viel geschrieben, warum hat denn keiner drüber gesprochen bisher? Also ich kann nur von mir sprechen. Ich dachte, die zwei wären to be honest. Die wären mal zu Temptation gegangen, ne? Und solange der Partner jetzt nicht sagt, oh, ich bin in Love und will da jetzt bald eine neue heiraten und so, was wir ja auch schon alles an Beispielen hatten, ne? Da gibt es ja keine Grenzen an Schnitzern. Solange habe ich gedacht, sind die da relativ gechillt. Jeder macht sich ja andere Grenzen. Und ich dachte, ah, vielleicht sind bei denen die Grenzen halt einfach entspannter gesteckt. So haben sie mir zumindest den Eindruck gemacht. Ich dachte, ah, das ist vielleicht so ein entspanntes Pärchen einfach und ich finde das nicht so schlimm. Ja. Mir ist gerade eine random Storytime eingefallen, Leute. Zu dieser Verführerin, die Ellie diese ganzen Infos gesteckt hat über diese mäßige Realität. Nicht die reale Realität, sondern diese andere Realität. It's all just a dream in the end. Ja, die Maus war sowieso einer meiner Favorites. Ich sag's euch. Ich bin ja mit Jenny cool gewesen, ne? Jenny war auch eine andere Verführerin und die war immer mit Credo unterwegs. Und da wusste man auch, ist jetzt egal auf welche Art und Weise, die mochten sich, die haben auch nur zusammen gechillt. Und man wusste eigentlich auch, Jenny kommt wahrscheinlich mit Credo dann auf diese Dream Dates, die am Ende sind, ne? Dann ist diese Alte da, diese Steffi, die eh nur Quatsch erzählt in ihrem Leben. Also ich sag euch, das ist eine Dattelpalme. Das ist eine Dattelpalme. Dann ist die zu Credo und hat gesagt, ja, Jenny findet dich voll scheiße und nimm die nicht mit aufs Dreamdate und was weiß ich. Hat dann die andere fertig gemacht, damit sie aufs Dreamdate kommt. Was für ein Opfer. Und dann ist diese Opferverführerin zu Jenny und hat so gesagt, direkt danach, so, oh, ich hab dich voll lieb und wir müssen draußen noch weiterhin Kontakt halten. Love you. Und ich so, ich habe das alles mitbekommen. Ich dachte mir so, was bist denn du für eine falsche Natter? Also guck mal, dass ich dich nicht im Pool ertränke. Also mit sowas kann ich gar nichts anfangen. Mit solchen Lügengeschichten und so Fake People. Also, ne. Und dann habe ich das natürlich offengelegt. Ihr kennt mich. Also, excuse me. Nimmst doch nicht meine Freundin hops, während ich da bin. Also, versuch's mal an einem anderen Tag, wenn ich nicht da bin vielleicht. So funktioniert das nicht. Ja, da hatte ich mit der Alten da auch voll Streit, weil ich offengelegt habe, was sie actually gemacht hat und gesagt hat. So, ich habe keine Scheiße über dich gelabert. Die Wahrheit lässt dich scheiße aussehen und die Dinge, die du getan hast, lassen dich scheiße aussehen. Aber das ist nicht mein Verdienst. Also da waren wirklich, wie gesagt, voll die Dattelpalmen. Das war echt eine strange Staffel an Menschen. Ich habe jetzt aber gemerkt, dass man solche Ausreißer irgendwie immer 2-3 Stück in einem Format hat. Da sehe ich irgendwie eine klare rote Linie. Wirklich. So immer so Leute, die irgendwie das Messer irgendjemandem im Rücken stecken wollen, so voll die falsche Natter. Und dann so sind so, okay, warum erzählst du jetzt den Leuten, dass ich eine falsche Natter bin? Lass mich doch in Ruhe fake sein. Nicht, wenn ich dabei bin, Honey. Das wird nix. Ja, das waren wieder die Geschichten aus dem Paulanergarten. Ich mache mir jetzt einen Snack und wünsche euch schon mal einen schönen Abend. Ja, einige Punkte davon können wir ja nicht so richtig beurteilen, da wir leider nicht dabei waren. Aber den Punkt, dass es ein bisschen merkwürdig ist, wenn Ellie gesagt wird, naja,
dein Freund hat da rumgeschleckt und das ist so krass gewesen, dass wir das noch nicht mal zeigen können. Ja, da würde ich zustimmen, dass das sehr wahrscheinlich nicht nur so die Außenkante vom Oberschenkel war, sondern wahrscheinlich ein bisschen mehr. Kim Virginia hat dann noch einen Kommentar von Credo gepostet in ihrer Story. Ich weiß jetzt nicht, wo er den geschrieben hat, aber Official Credolino hat sich irgendwo dazu geäußert und geschrieben: Danke, dass du mir nach 2 Jahren nochmal Aufmerksamkeit schenkst. Brauchst du aber nicht, ich habe den blauen Haken schon. Lach-Emoji, Kuss-Emoji. Ich küsse doch dein Herz. Haha. Und Kim Virginia kommentiert das folgendermaßen: Der Kommentar ist ja mal maximal traurig. Schau mal lieber, dass du keine fremden Punanis mehr abschlägst in einer Beziehung und vielleicht irgendwas Gescheites auf die Reihe bekommst im Leben, außer beruflich Picks, darf man das sagen? Ach, ist egal. Zu verkaufen. Vielleicht kannst du dich dann sogar eines Tages mit etwas anderem brüsten als einem blauen Haken. Wer weiß, dream big. Ja, also dieser Part mit beruflich Dickpics verkaufen ist halt darauf bezogen, dass Credo seit einiger Zeit bei OnlyFans angemeldet ist. Ich glaube, der Aufschrei wäre groß gewesen, wenn sie das über eine Frau geschrieben hätte, zum Beispiel irgendwie über ihre mittlerweile wieder Freundin Shakira oder sowas, hätten alle Slutshaming geschrien, auch zu Recht. Deswegen, wenn wir Frauen für OnlyFans und für andere Aktivitäten nicht shamen wollen, dann wollen wir das doch bitte auch nicht bei Männern machen. Wenn Credo sich da angemeldet hat und damit Geld verdient oder versucht damit Geld zu verdienen, dann soll er das doch bitte gerne machen. Aber mit dem Rest, finde ich, hat sie recht, hier mit den fremden Punanis und so. Punanis ist auch ein neues Wort, was ich gerade gelernt habe. Dafür gefällt mir eigentlich ganz gut. So wie Credo sich sonst bei Temptation Island verhalten hat, hätte ich persönlich ihn längst in die Wüste geschickt. Ich hätte ihn da gar nicht mehr zurückgenommen, weil ich persönlich keinen Partner wollen würde, der sich eben so extrem verhält, wie Credo es dort getan hat. Das gilt aber tatsächlich für alle 4, würde ich sagen. Oder auf jeden Fall 3 von 4. Aber ich glaube sogar für alle 4. Die hätte ich persönlich, glaube ich, alle nicht mehr zurückgenommen. Aber gut, das muss man immer selber entscheiden. Bei Credo haben wir das Verhalten bei Temptation Island gesehen und wir wissen auch, dass er Ellie danach richtig fremdgegangen ist, also dass er tatsächlich auch mit einer anderen Frau geschlafen hat und dass er meinen Quellen nach, das ist jetzt ohne Gewähr, bitte nagelt mich nicht drauf fest, aber mir wurde zugetragen von einer anderen Person aus dem Trash-TV, die beiden auch kennt, dass Credo nicht nur mit der anderen Frau geschlafen haben soll, sondern sich angeblich dabei sogar gefilmt haben soll. Aber was sagt denn nun Steffi, die betreffende Verführerin, dazu? Sie hat in ihrer Story gepostet: Ich halte mich aus sowas gerne raus, da es sich dabei aber um mich handelt, werde ich mich die Tage auch nochmal dazu äußern. So wie sie meint, es mal wieder darstellen zu müssen, war es nämlich nicht. Okay, das ist alles, was wir bis jetzt wissen, dann warten wir nochmal ab, ob da noch was von Steffi kommt. Wie gesagt, diese Story habe ich gestern Morgen abfotografiert, also vor, keine Ahnung, ein bisschen mehr als 24 Stunden. Bis jetzt kam noch nichts, aber ich werde ein Auge drauf halten und wenn es Updates gibt, dann werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Danke wie immer fürs Zuschauen und danke auch nochmal für die, die mein letztes Sommerhaus-Video nicht geguckt haben, weil wir jetzt tatsächlich die 8000 Abonnenten erreicht haben. Ich freue mich mega, ich bin mega, mega dankbar für jeden einzelnen von euch und kann es manchmal gar nicht so richtig glauben, finde es immer noch manchmal so ein bisschen surreal, wie das hier alles abläuft und wie viele Leute mir zugucken und was für eine schöne Community wir sind. Deswegen dickes, fettes Dankeschön und fühlt euch wie immer gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Tschö!